Gibt es eine schönere Art zu sterben, als sich tot zu lachen? Rhetorische Frage wahrscheinlich schon. Gewünschte Todesursache ist wahrscheinlich subjektiv. Aber es geht heute um eine Geschichte, die genau das beinhaltet und die, wie ich hoffe, wirklich genau so passiert ist. Es geht um diesen Typen hier, Chrysippos von Soloi. Und warum ist der so cool? Naja, der ist eines Tages vom Einkaufen nach Hause gekommen und hat dort gesehen, wie ein frecher Esel einfach seine Pflaumen frisst und hat sich daraufhin totgelacht.